Das geschah beim letzten Mal. Okay, okay, nichts mehr, okay? Ich hab nichts mehr übrig. Und so geht es weiter. Jo, hallo und herzlich willkommen zurück bei Resident Evil Not a Hero. Ja, wir haben Lukas in der letzten Folge gefunden. Er ist gerade geflohen. Ich habe noch ein paar Sachen kurz erledigt und jetzt verfolgen wir Lukas weiter. Wenn ihr auch nachher noch Zoe's End sehen wollt, smash den Abo-Button einmal ganz kurz und dann kriegt ihr das auch zu sehen. Dinge sind etwas aus dem Ruder gelaufen, aber ich habe mich darum gekümmert. Sende jetzt die E-Daten, sollte nicht lange dauern. Wenn das fertig ist, bin ich hier. Raut Vjot. Alles klar. Raut Vjot. Er mit seinem Clown. Überall seinen Clown, ey. Mit dem Jungen stimmt was nicht. So, das habe ich mir letztes Mal, glaube ich, auch schon angeguckt. Da sind Dinge stehen, die nichts angehen. Da dachten wir hin. Ich glaube, das habe ich letztes Mal schon geguckt. Ja. Achso, ich habe mich übrigens jetzt auch umgesetzt auf die andere Seite, damit man das hat, auch ein bisschen sieht. Muss ich da jetzt dann vorbeispenden? Hm, oder? Ach, ist leer. Okay. Munition. Sehr gut. Obwohl ich da schon echt von einiges von habe. Ja, also guck mal. Dit. Oh, das riecht nach Endkampf. Wir haben deine E-Mails. Wir wissen, dass du jemandem Infos gibst. Das geht dich verdammt nochmal nichts an, Chris. Viele Leute da draußen möchten etwas über unsere kleine Evie wissen. Viele Leute. Deine Freunde, die Connections, wissen davon? Die scheinen mir nicht von der persönlichen Sorte. Das ist meine Sache. Lass die meine Sorge sein. Du wirst alle Hände voll zu tun haben. Wo kommt er denn nur her? Ich nicht! Nein! Ich glaube es nicht! Glaub es! Es ist vorbei! Nein! Der mutiert doch jetzt bestimmt! Halt's Maul und akzeptier's, Lukas! Oh, das wird dir gefallen, nicht wahr? Oh, Junge! So fühlt sich das also an. Wir haben hier unten ein Problem. Infektion bei kritischer Masse. Ach, erzähl mir was Neues. Oh, ich hab da etwas für dich. Du bist total am Arsch. Du musst mit Vorsicht vorgehen. Extremer Vorsicht. Oh, das ist anders. Nicht, dass ich das tue, seit wir hier sind. Der schmilzt vor sich hin. Soll extrem vorsichtig sein? Der schmilzt einfach. Fally, warum stehst du nicht einfach auf und gehst schon mal weg? Und warum ist das jetzt dunkel? Achtung. Okay. Beispielsweise nicht okay. Du musst es herkommen und alles verlassen. Was? Alles klar.
Was? Du kannst fliegen? Scheiße! Mein Kopf! Ah, mein Kopf! Danke für den Ratschlag. Sauerstoffversorgungsstation ist betriebsbereit. Und wo ist die? Sauerstoff erschöpft. Bitte warten Sie, bis die Reserven nachgefüllt wurden. Bitte warten Sie, bis die Reserven nachgefüllt wurden. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Komm, steh auf. Letzter Schuss, ernsthaft? Stimmt, muss ich wieder auf. Game over. Wie halte ich sie auf? Du musst irgendwie den Server runterfahren. Drück abbrechen. Okay, hat geklappt. Das wird die IT-Leute aufregen, aber... Sollen sie doch heulen. Wie ist die Lage? Anlage ist gesäubert. Auch neue Varianten beseitigt. Dann bin ich hier raus. Okay, dann sind wir halt raus. Außenwand aufgebaut und in Betrieb. Gut. Glaubst du, wir haben hier geholfen? Ihnen nicht, fürchte ich. Der Pilz ist eingedämmt. Hoffentlich sind Sie Ivys letzte Opfer. Hoffentlich. Chris, ein Anruf für dich. Du musst ihn im Lager annehmen. Okay. Bin auf dem Weg. Das war also Not a Hero. Hat Spaß gemacht. Ich krieg mir noch echt ein bisschen was von der Story zu hören, aber mit. Cool, finde ich gut. Gut gemacht. Ich weiß gar nicht, ich glaube, 4 Folgen sind es jetzt geworden, ne? Ja, ich glaube ja. Spielzeit einfach, Spielzeit, oh, 1:26, Neuversuche, na, 2-mal gestorben. Antike Münze, auf 4 Stück haben wir verpasst. Akten gelesen haben wir alle, gut, Inventarbox eröffnet. Erfolgreich, Aktion, gut, auf jeden Fall, Objekte verwendet, Stabilisierer verwendet, Steroide haben wir gar nicht, okay. Schwierigkeitsgrad Profi ist jetzt freigeschaltet, Alter, okay.
Das war also der Boni. Super. Dann gibt es wahrscheinlich noch tolle Sachen, wenn man das nochmal durchspielt. Gut, das war's von Not a Hero von Resident Evil 7 DLC. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht beim Zusehen. Wenn euch das gefallen hat und ihr möchtet noch die anderen Sachen nicht verpassen, ich werde sie sowieso spielen, aber wenn ihr das nicht verpassen wollt, Zoe's End, dann Abo dalassen, Daumen dalassen und dann bin ich glücklich. Ja, ich hoffe, es hat gefallen und ich wünsche euch einen traumhaften Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.